Wusstest du, dass Fastfood-Ketten für ihre Herstellung von Fritten und Co. unter anderem dieselbe Phenolsäure verwenden, die man auch für die Herstellung von Biodiesel nutzt? Eine weitere Zutat ist das Silikon-PDMS, welches auch für den Glanzeffekt bei Haarpflegeprodukten und sogar als Gleitbeschichtung für Kondome verwendet wird. Außerdem gibt's noch eine gute Prise Phosphor, welches mit Allergien, Hyperaktivität und Knochenschwund in Verbindung gebracht wird. Lass es dir mal schön schmecken, würde ich sagen. Das Problem hier ist, dass hochmodifizierte Nahrung, wie sie bei Fastfood gang und gäbe ist, in Zusammenhang mit Potenzstörungen inklusive mangelndes Stehvermögen gebracht wird. Die sogenannten Transfettsäuren beispielsweise, auf die Schnellrestaurants quasi angewiesen sind, die behindern laut Ärzten sogar aktiv die Produktion von Testosteron. Verarbeitete Nahrung tauscht quasi Vitamine mit Chemikalien aus und die sind alles andere als gut für die Performance deines Generalissimus. Ein wertvolles Vitamin, welches bei unserer modernen Ernährung immer mehr abnimmt, ist beispielsweise Vitamin E, auch Tocopherol genannt, was aus dem Griechischen kommt und wörtlich ein Kind zeugen bedeutet. Erstklassige Quellen für diesen Stoff sind die tierischen Produkte Eigelb und Butterfett, die ja auch diffamiert werden, wo man nur kann. Apropos Schnellrestaurants. Um die Hygiene bei den allseits so beliebten Dönerläden ist es ganz offenbar nicht zum allerbesten bestellt. Bei Untersuchungen in der Schweiz und Österreich, da fand man unlängst heraus, dass dortige Döner offenbar gerammelt voll mit Fäkalbakterien sind. Bei jedem zweiten Orient-Imbiss überstiegen die Werte der Darmbakterien die Toleranzgrenze erheblich, teilweise sogar um das Siebenfache. Lecco mio.